Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Levitate, zusammen mit den lieben Silence und den lieben Marek. Servus. Wir haben letztes Mal den Enderman besiegt. Ja, genau, den Enderman, diesen einen da. und haben leider neu gespawnt. Ja, genau. Haben ein bisschen Grands of Infinity gemacht, haben hier die ersten Maschinen gemacht und wollen jetzt heute weitermachen, aber nicht mit uns selbst in die Luft springen, das sprengen, das macht Marek eventuell gleich noch, sondern mit DeepMob Learning und der Orchid Endium. Die müssen wir auch noch fertig machen. Das heißt, dafür brauche ich jetzt ein bisschen Krimskrams und ich muss einmal mein Inventar leer machen. Hatte ich nicht mal einen normalen Kompass gebaut? Keine Ahnung. Wir haben echt ganz schön viel Schrott. So, Water und Spring. Klasse, Spring habe ich noch nicht. Das heißt, das darf ich auch noch machen. Und Fire Hast und... Hast du noch eine Chose Flower? Shit. Tatsächlich nein. Kannst du aber eigentlich herstellen. So, ich brauche noch einen Mana Diamond. Dann Spring ist Feuer und... Wasser, das habe ich tatsächlich. Und Summer ist Erde und Luft. So. Boah, jetzt fängt es wieder an, kompliziert zu werden. So. Drei Saplinge und ein Weizen. Das kriege ich hin. Aber wir haben einen unnötigen Gegenstand, den wir nicht mehr brauchen. Ja. Den schenke ich dir. Darfst du behalten. Mein Inventar ist schon voll gemüllt genug normalerweise. haben wir tatsächlich... Guck da mal rein. Ups. Sahst du die Nadel immer vor Augen, ne? Ja. So, die drei und die beiden waren's. Nein, war anscheinend nicht der Fall. Hast du noch Cleanstone? Ja, habe ich glaube ich in der Dumpkiste reingeschmissen. In welcher? Draußen sind die Dumpkisten. Drinnen ist eigentlich sortiert. Wenn du es nicht, ja, wenn du es nicht durcheinander bringst. Ach, ich? Ja. Ich tue da drinnen gar nichts rein, ich nehme ja, doch raus. Irgendwer packt hier immer unten in der Botania-Kiste Enderköpfe rein. Und da du die ganze Zeit Enderman klatscht, bist du das eigentlich. So, dann habe ich... Das halte ich für ein Gerücht. Ah, okay. Woche Sticks. So, dann die beiden. Und die beiden. So. Oh, das Nette an Botania ist immerhin, dass wenn man Runen craftet und die weiterverarbeiten muss, dann werden die nicht aufgebraucht. Das wäre sonst so nervig einfach nur, wenn man die ganze Zeit da auch noch hinterher gucken muss. Ach... So, zwei Sand. Muss ruhiger werden. Ja, ich Alles weiß, Blutdruck und so. Mhm. So. Wie viel Mana haben wir noch? So gut wie nichts mehr. Okay. Beste Voraussetzung, um noch mehr mit Mana zu machen. Ja. Kannst du dich einfach so. Was Mana von den anderen Pools umleiten? Ja, tatsächlich schon. Ich glaube aber, das reicht noch gerade eben so. Kann man Zucker essen vielleicht? Nein, scheinbar nicht. Und ja, ich hab's ausprobiert. Sand. Ja, haben wir. Ja, yeah. Stimmt, ich wollte nochmal einen Draw ausprobieren. Na, war komm doch schon. Irgendwas, was wir nicht machen konnten, oder? Ja, einen Framed Draw konnten wir halt tatsächlich schon machen. So, dann... Feuer und das und die beiden. Gut. Dann brauche ich einen Eimer Wasser. Hab ja hier einen einzelnen. Und Dragon's Breath und Pixie Dust. Ja, wo habe ich jetzt das Pixie Dust hingetan? Wahrscheinlich in irgendeine Dampfkiste. Das sowieso. Als ob ich das irgendwo sinnvoll hinpacken würde. Und einmal Redstone und ein Drying Rack. Ich hoffe, wir können die Dinger bauen. Ne, wir können keine Drying Racks bauen. Shit. Wie kriegen wir dann Gras? Nicht.
Gras. Ja. Mit einer Schere. Ja. Sag nichts. Nichts. So. Ach. Ich habe ein bisschen Gras gemacht. Aber wir haben hier draußen noch 54 Redstone übrigens. So, 1, 2, 3. Dann, was brauche ich noch? Greed und Pride. Greed. Pride müsste hier drüben irgendwann mal fertig sein. So. Ich hoffe, es wird weniger. Ja, sieht danach aus. Dann zweimal Purple, einmal Pink, einmal Gelb. Haben wir das vielleicht noch? Gelb haben wir, das andere haben wir nicht. Und wir haben anscheinend auch keine von den Blumen mehr. Hä, wo sind unsere ganzen Blumen hin? Von Botania? Weiß es nicht. Ich hatte die eigentlich in so einem Botania-Sack drin, aber der ist jetzt leer. Ach nein, jetzt muss ich neue sammeln. Shit. Haben wir noch Bone Meal? Hattest du nicht eben Silicon Barren oder sowas gemacht? Ja. Brauche. Wie? Irgendwo hier draußen. Einfach nur öff. Ja. So. Dann kommt die noch rein. Das kommt noch rein. Dann habe ich jede Menge Runen, die ich weglegen kann. Und irgendeinen anderen Krempel, den ich weglegen kann. Da ist Bone Meal. Dann. So rum? Nein. Ach, ich brauche diese komische Schüssel, glaube ich. Boah, dass diese eine blöde Quest mich jetzt so lange aufhält, nervt mich. Der hat meinen Comparator einfach uncrafted. Warum auch immer. So, aber das Gute ist, wir haben ein bisschen mehr Fläche. Kommen aber trotzdem nur drei raus. Danke für nichts. Zwei brauche ich, drei kommen raus. Hm. Das ist doof. Und wieder einmal alle runtercraften. Hast du Lust, mir ein bisschen zu helfen? Nein. Das ist aber nicht nett. Ich mache meine eigenen Sachen gerade. Ah, ich habe, glaube ich, sogar alle. Das ist typisch du. Kannst du das und das machen? Hast du Lust, mir bei meinen Sachen zu helfen? Warum bist du noch nicht damit fertig? Ja. Warum brauchst du so lange dafür? Guck mal, ich bin schon fertig. Ich habe schon mehr Quests als du erfüllt. Und? Zählt nicht. So. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, wie genau funktioniert die? Was war das? Hörst du das auch knallen? Das ist wahrscheinlich die Blume. Interessant oder so? Aber was genau macht die? Ich weiß es nicht. Aber dir musst du doch noch Mana geben, oder? Ich weiß es nicht. Also eigentlich müsste die doch Mana brauchen. Also sie wandelt auf jeden Fall irgendwie in Erze um. Ich probiere einfach mal ein bisschen Koppel, ein bisschen Cleanstone einfach mal neben zu platzieren. Wenn wir noch was davon hätten. Hast du noch ein bisschen Steine? Eine Sekunde. Lapis und Gold. So. Boah, das nervt jetzt ja schon. So. Dann. Ah, ich brauche einen Glitched Infused Block. Oh, nee. Endstone wandelt die um. Die hat hier Redstone und Eisen draus gemacht.
Ah, okay. Dann würde mich mal interessieren, ob die auch komplett ohne Mana läuft. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal eine kleine Fläche freiräume, ob die hier dann mit der Zeit alles umwandeln würde. Wenn ja, wäre die echt mächtig. Dann bin eigentlich ich echt. Ich sollte die Mana brauchen. Ich gehe auch davon aus, aber. Wer weiß. Wenn du da ja mal mit einem Wonder Forest drüber gehst, siehst du ja auch, dass der Mana-Pool zu in der Nähe sein muss. Echt? Mhm. Ah, okay. Ah, ja, dann hat die. Oh, okay. Ja, sie hat Mana gebraucht. Der Mana-Pool hier ist leer. Ach du Heilige. Zwei Ohrs. Ich glaube drei. Ich glaube, das Kupfer hat die hier auch erzeugt. Ist aber trotzdem ein bisschen wenig. Brauchen wir so viel Dirt her? Okay. Ja, lassen wir die einfach mal stehen. Wenn wir mal was brauchen, könnte man es vielleicht mal machen. Also, wenn man genug Mana hat, ist das, glaube ich, echt cool. So, wo sind meine Maschinen? Hast du alle Maschinen gebaut? Von den Deepmob Learning, ja. Ja? Hier drinne. In deiner Botanierkiste. Ja, ist eigentlich meine Dampfkiste, aber okay. Whatever. Eine der vielen Dampfkisten. So, das heißt, wir brauchen ein Simulation Chamber. So, am besten, wenn es nicht zu viel Aufwand ist, macht ihr auch nochmal einen Deep Learner. Ja, wobei, wir machen es ja wahrscheinlich eh nur einmal. Hast du ein Blank Data Model gemacht? Musste ich nicht, ne. Kann ich aber machen. Okay, also wenn du das noch kurz machen würdest, dann kann ich dir Deep Mob Learning in 3 Sätzen erklären. Grammatikalisch korrekte, dann wahrscheinlich eher so 7, 8. Ja, also Deep Mob Learning ist wirklich vergleichsweise einfach. Das bezweifle ich schon nicht. Hab's halt noch nie gemacht, aber ansonsten. Ja. Wir haben nur keine Diamanten mehr, außer du hast alle. Ich hab alle. Okay. Wieder zurück in der Kiste. Ja, 2 brauch ich nämlich kurz. So, hab einen Blink Data Model. Okay. Ich brauch 2 Eisen Nuggets. Da. Gut. Wie genau? Genau, das muss man jetzt quasi linken, wahrscheinlich mit einer Enderperle, genau. Das heißt, ich crafte es einfach mit einer Enderperle zusammen und habe ein Enderman-Data-Model. Das muss man im Deep Mob Learner reinpacken. Und dann sieht man oben links jetzt bei mir, wenn ich auf nichts gucke, sieht man das. Kannst ja auch mal gucken. Sieht man so einen Counter. Wenn du nochmal wieder hergibst. Wenn ich jetzt ein Enderman töte, ich glaube, das Ding muss tatsächlich in die Offhand, sollte es gleich auf 5 runtergehen, genau. Und wenn ich das 5-mal gemacht habe, geht das ein Level hoch. Das geht von Faulty über... hier Faulty, Basic, Advanced, Superior und Self-Aware und jeweils... Je höher das ist, desto mehr bringt es dann im Endeffekt. Und dann brauchen wir einmal kurz noch... hier, da wollte ich hin. Ein Key. Und jetzt ist die Frage, wie linke ich den Key? Das weiß ich nämlich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ja... Okay. So schon mal nicht. Boss Flash. Ich werde mal ein bisschen weiter weg, weil ich weiß nicht genau, was der Trial Keystone generiert. Werde ich es mal kurz ausprobieren. Ich habe das Gefühl, nachdem du das Ding aufgestellt hast, sind ja viel, viel mehr Endermänner. Nee, das ist, kommt dir nur so vor. Make sure 50 mal 10 clear and layer beneath the trial. Okay. Der braucht 15 mal 15 Fläche.
Das kriege ich hin. 2, 4, 6, 8. Ja. 8 sind ja fast 15 dann. 2, 4, 6, 8. Das heißt bis hier. So, und ja, ich lasse hier Luft drunter. Nee, ich hatte mal eine Zeit lang einen, der hat sich da immer drüber beschwert, dass ich die Hohlräume nicht komplett voll gemacht habe. 6, 8 bis. Also ja, auch über sinnfreie Sachen. Ja. Also mich würde es aber nicht stören. Mich auch nicht. Also vor allem, wenn das nur ein Block hoch ist, ist es vollkommen egal. 2, 4, 6, 8. So. Mal gucken, ob der Trialstone jetzt tatsächlich irgendwas macht. Weil ich kenne ihn nämlich noch gar nicht dann. 2, 4, 6, 8. Darfst du schon. Nicht killen. Ja. Ich weiß und leider auch nicht. Was bringt mir das jetzt, das zu leveln? Wenn du das Data-Model dann durchlaufen lässt, im Chamber, dann kriegst du Items daraus. Also beispielsweise, wenn du Blaze durchlaufen lässt, kriegst du halt helle Schmetter, was du halt zu Gold und ein paar Kleinigkeiten machen kannst. Oder Pristine Blaze Matter. Also entweder halt so ein allgemeines Matter aus dem Biom, das sind 4 oder 5 Stufen, glaube ich. Oder halt ein explizites Pristine Matter von dem Mob. Und das kannst du dann im Loot Fabricator, Beispiel jetzt Blaze, kannst du Blaze Rods oder Sulfur draus machen. Und bei Enderman kannst du dann Enderperlen, Enderman Head, End-Infused Iron Ore oder Infinity Booster Cards machen. Hört sich jetzt nicht so attraktiv. In the Guide Entry? Was ist ein Guide Entry? Oh, es gibt einen Deep Mob Learning Guide. Interessant. Bei Enderman ist es tatsächlich nicht so interessant, aber du kannst beispielsweise auch sowas wie Ender Dragon damit leveln. Und dann kriegst du halt Dragon's Breath oder Dragon Egg oder halt auch Wither Skeleton. Oder auch Wither eigentlich auch, genau. Und da kriegst du dann halt beispielsweise auch Nether Stars her. Sogar recht gut. Also im Allgemeinen, es lohnt sich, um es so rum auszudrücken. So, Papier machen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also, ich weiß halt auch nicht, wie hoch wir das tatsächlich leveln müssen. So. Ich weil bin ich muss jetzt halt auf Advanced, also. Ja, ich muss das jetzt halt irgendwie linken, noch den Key. Ich weiß aber leider nicht, wie ich den Key linke. Hast du noch einen, so einen Redstone? Zufällig? Jo, zufällig genau eins. Ja? Ist natürlich geplant gewesen. Ja. So. Ich wusste, dass du immer wieder unfähig bist, die Sachen selber zu machen. Ja. Data Models, da. Trials Attunement. Start the trial, but first you need to attune hover over the key to see what data models you can use to attune. The attuned of the key will decide what trial is started, for example. Ja. The attuned keys by having them in your inventory the next time you slay a mob and gain data. Ah, okay. Komm mal her. Da, einmal bitte einen Mob töten. Dann sollte er. Versuche es, aber die Endermen wollen nicht. Ja, komm auf der anderen Seite. Da sind 3, 4 Stück. Lauf! Lauf! Einen einzigen musst du nur töten. Spotting-Turm. Und dann haben wir wieder einen Dungeon, den wir gleich machen müssen. Jupp. Aber nicht. So, normalerweise sollte der jetzt attuned sein. Ja, attuned. Mit Advanced, genau. Das heißt, das Data-Model, was du in der Hand hältst, ist dafür entscheidend. So. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe, brauchen wir dann tatsächlich Self-Aware. Oder halt das andere Rezept, aber da müssen wir nochmal gucken. So. This trial rewards will drop when complete. Oh, komm mal bitte her. Was denn? Ich muss gegen Enderman kämpfen. Ja, ich auch. Achso. Ihr lasst mich gerade nicht zu dir. Siehst du das eigentlich auch mit Next Wave und Co? Nein. Okay.
Aber ich sehe, dass sie einfach bei dir spawnen. Komm doch einfach ins Haus. Geht nicht, ich muss hier in der Nähe bleiben. Ah, die kämpfen aber auch gegen mich. So. Also, sie sind gerade einfach mal bei mir gespawnt. So. Im Haus. Drei Endermen gleichzeitig. Also, mit Pech müssen wir tatsächlich den auf Self-Aware leveln. Was echt happig wäre, aber... Get Revenge. Ich könnte mal eine neue Rüstung anziehen, dann würde ich auch nicht so viel Schaden kriegen. Ja, ich werde jetzt aber sterben. So, ich laufe einfach mal schreiend im Kreis. Also ich habe die Agro von 2 gezogen. Ja. Ich weiß halt leider nicht, wie es aussieht, wenn ich sterbe. Bats. So. Und da haben wir jetzt Enderman Pristine gekriegt, oder? Ja. Okay. Ja, brauchen wir aktuell eigentlich nicht. Könnten wir halt im Loot Fabricator verarbeiten, aber bringt halt derzeit nichts. Heißt, ab in die Dampfkiste. So. Wieso aber darf ihr... Bitte? Wieso ziemlich alles? Ja, wir müssen... Oder ich muss die Kiste nochmal wieder durchgehen. Ich würde aber erstmal sagen... Wir haben jetzt einiges geschafft. Deep Mob Learning ist durch. Bis zum nächsten Mal werden wir mal gucken, wie wir das Glitched Obsidian kriegen. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr sie uns gerne mitteilen. Wahrscheinlich haben wir bis dahin zwar schon wieder aufgenommen, bis die Folge kommt, aber wir nehmen gerne Ideen entgegen für nächste Projekte. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.